Neue Details zu dem Lattenangreifer aus Worms, dem Afrikaner, der von Passanten entwaffnet werden musste, damit die Polizei einschreiten konnte. Die Staatsanwaltschaft rechtfertigt sich jetzt, warum sie diesen Menschen weiter auf freiem Fuß belässt. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Und ein Ei gute wie nach Worms für alle, die nicht glauben wollen, dass dieser Kanal ursprünglich aus Worms kommt. Ich versuche mich hier möglichst klar und deutlich auszudrücken und nicht im Wormser Blatt zu verfallen. Es gibt hier erschreckende Details, warum er hier, unser netter Mitbewohner mit seinem Meinungsverstärker, weiterhin Teil der Gesellschaft sein kann, Teil der offenen Gesellschaft von Worms sein kann, denn Worms ist bunt und Worms steht auf gegen rechts. Das ist die Priorität in dieser Stadt. Es ist leider kein Spaß, es ist leider die Wirklichkeit. Und man muss hier sagen, natürlich kam am Ende heraus, dass dieser Eritreer, der Name ist weiterhin unbekannt, schon länger bei uns lebt als Flüchtling und er schon öfter aufgefallen ist wegen diverser Delikte. Aber gehen wir das Ganze der Reihe nach nochmal durch. Es gab hier schon einige Ungereimtheiten bei der Festnahme eben von diesem Randalierer. Die Polizei ist hier auch nicht ganz klar in ihrer Ausdrucksweise, auch nicht in ihrer eigenen Pressemitteilung. Sie verschweigen nämlich, dass man zweimal mit dem Taser gegen den Mann hatte vorgehen wollen und der junge Mann sich einfach nur die Pins aus der Brust gezogen hat. Ich habe dazu auch ein Video, da können wir gleich mal reinschauen. Und zwar, man hört zuerst den Taser, aber er wurde noch gar nicht abgefeuert, sondern das ist dieses Spiel mit dem Lichtbogen vorne an dem Taser, bevor man dann die Pinnnadel aus dem Taser losschießt. Und wenn wir jetzt mal genau hinhören, hören wir auch, dass der Taser dann abgefeuert wurde. Und dann sehen wir auch, er taumelt zwar etwas zurück, aber er zieht sich die Pins aus der Brust und es ist für ihn relativ unbeeindruckend. Wir müssen hier davon ausgehen, dass er unter dem Einfluss von Badesalzen steht, also einer Modedroge, die einen relativ unempfindlich gegen Stromschläge zum Beispiel werden lässt. Alleine, dass er hier unter Drogen stand, wäre eigentlich ein Haftgrund gewesen, aber da kommen wir später dazu, wie die Staatsanwaltschaft sich hier versucht hat, rauszureden und auch noch zu rechtfertigen, denn die Bild-Zeitung hat nicht locker gelassen, sie wollte genau wissen, warum er hier immer noch auf der Straße ist. Und dass er hier kein Unbekannter ist, das hat nicht nur Bilal gesagt, unser Ehrenmann, der ihn hier auf der Straße entwaffnet hat. Bilal, kann ich euch sagen, er kommt aus Tunesien, hat drei Kinder und arbeitet als Betonbauer. Er hat auch noch die öffentliche Sicherheit wiederhergestellt bzw. der Polizei Unterstützung geleistet. Und da muss man mal sagen, das ist ein gelungenes Beispiel für Integration. Jemand, der sich dafür einsetzt, dass solche Vollidioten auf den Straßen von Worms nichts verloren haben. Selbst die Polizei haben dann die Handschellen klicken lassen und haben ihn mit ins Gewahrsam genommen, allerdings nach 20 Stunden wieder auf freien Fuß gesetzt. Und hier gibt es dann die Aussage, warum denn der Flüchtling aus Eritrea, der schon seit 10 Jahren in Worms lebt, hier nicht weiter belangt wird. Es liegen gegen diesen Flüchtling aus Eritrea mehrere Anzeigen vor wegen Sachbeschädigung, wegen Körperverletzung und wegen exhibitionistischen Handlungen. Also er zieht sich immer wieder nackt aus, schnappt sich irgendwas, verprügelt etwas oder beschädigt etwas. Es gibt hier auch Dutzende Aussagen von Wormsern, die sich nachts nicht mehr auf die Straße trauen, schon gar nicht in die Innenstadt und die nur noch mit dem Kopf schütteln können, warum denn diese Leute hier weiter Teil unserer Gesellschaft sein können. Und da gibt es auch Aussagen, zum Beispiel von einem pakistanischen Taxifahrer in Worms, der das ganz genauso sieht, dass dieser junge Mann hier nach Eritrea abgeschoben werden muss. Taxifahrer Ahmad Wadud, er fährt hier für eines der Wormser Taxiunternehmen und sagt hier, Zitat, auch Fahrzeuge von uns sind schon beschädigt worden. Ja, das kann ich mir in Worms gut vorstellen, aber vermutlich nicht nur von unserem Lattenmann aus Eritrea, sondern auch von weiteren. Der Taxifahrer sagt hier weiter, Zitat, ich stamme aus Pakistan, arbeite hier und durch solche Typen, die sich hier nicht anständig benehmen, schüren sie Fremdenhass, den wir dann auch wieder zu spüren bekommen. Solche Leute gehören direkt abgeschoben, die brauchen wir hier nicht, sagt ein Pakistani, der in Worms Taxi fährt. Er fordert hier die Remigration von eben diesem Eritreer, der hier als Flüchtling versucht, die ganze Stadt zu terrorisieren. Und der Mann ist offensichtlich psychisch krank. Ja? Hier berichtet eine weitere Anwohnerin sogar, sie hat diesen Mann schon oft vor ihrer Haustür gesehen, er schreit da lauthals herum, zieht sich aus und schlägt zu. Wir können nicht verstehen, weshalb er nicht in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert wird. Er hat ja ganz offensichtlich einen Knall.
Muss denn erst ein unschuldiger Mensch verletzt werden oder sterben, bis die Behörden ihn einsperren? Ja und nein. Man könnte ihn auch anderweitig einsperren. Die Staatsanwaltschaft, die hat sich hier nämlich herausgeredet mit einem besonderen Paragraphen. 112a der Strafprozessordnung regelt die Inhaftnahme bei Wiederholungsgefahr von Tätern. Und, was soll man sagen, die Sachbeschädigung und Körperverletzungen werden von dieser Vorschrift nicht erfasst. Wenn also die Wiederholungsgefahr für eine Körperverletzung besteht, ist das kein Haftgrund in Deutschland. Ich sage immer wieder, wir müssen diese Gesetze ändern, damit solche Dinge in Zukunft ein Haftgrund sind. Interessant ist allerdings, hätte er jetzt hier mit Betäubungsmitteln, sprich mit Cannabis hantiert, beziehungsweise hätte man ihm hier den Anbau von Cannabis von mehr als 3 Pflanzen nachweisen können oder den Besitz von mehr als 50 Gramm, dann kann man sehr wohl auf einmal in Untersuchungshaft gehen. Es gibt hier noch weitere Gründe, aber dass man hier noch nicht mal untersucht hat, wie das denn ist mit seinem Drogenkonsum oder dass man hier mal eine Hausdurchsuchung im Asylantenheim durchgeführt hat und mal geschaut hat, ob da nicht noch was zu finden ist. Nein, die Staatsanwaltschaft hat ihn gleich wieder auf freien Fuß gesetzt. Hier gibt es jetzt ein Zitat der leitenden Oberstaatsanwältin. Hier steht auch der Name, den lasse ich besser mal weg, sonst gibt es ein Lauffeuer in Worms. Es ist die Mainzer Staatsanwaltschaft, die hier zuständig ist. Zitat: Der Vorgang ist noch in polizeilicher Sachbearbeitung, sagt die zuständige Staatsanwältin. Ich kann da nur noch mal folgendes Video zeigen. Eindeutige Gewalt gegen Vollstreckungsbeamte, eindeutige schwere Körperverletzungsabsicht, hier gegen das Auto von Polizisten vorzugehen, die auch noch auf Einsatzfahrt waren. Das Blaulicht war eindeutig. Wer sich so daneben behält, wer so die öffentliche Sicherheit gefährdet, der gehört eingesperrt und abgeschoben oder dauerhaft eingesperrt oder in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert. Was machen die Wormser? Sie lassen ihn laufen. Denn die Staatsanwaltschaft bzw. die Polizei, sie sehen keine Gefährdung bzw. keine Wiederholungsgefahr. Denn Körperverletzung und Sachbeschädigung sind hier nicht davon erfasst. Der zuständige Oberstaatsanwalt hat quasi nach Vortragen des Sachverhaltes dann entschieden, die Voraussetzungen nach § 112a Strafprozessordnung sind nicht gegeben, der Mann ist aus dem Polizeigewahrsam zu entlassen. Und da muss ich wieder sagen, ihr müsst die Gesetze endlich ändern und nicht immer mit der Ausrede kommen, ja, aber nach dem Gesetz hat er auf freiem Fuß zu sein. Ja, aber die Leute, die haben die Schnauze voll in diesem Land. Die Leute wollen wieder Politik mit Kopf und nicht mit was anderem oder ohne Kopf. Die Leute haben keine Lust, dass hier täglich solche Vorfälle passieren und sie am Ende ungesühnt bleiben. Der Randalierer hier in Worms, der wurde dann am Ende von Passanten gestellt, nachdem der Polizeitaser wirkungslos war. Und dass der Polizeitaser wirkungslos war, hat die Polizei natürlich weggelassen in ihrer Pressemitteilung. Die Bild-Zeitung hat es rumgedreht und hat gesagt, erst als er entwaffnet wurde, also in dem Tumult, hätte die Polizei Taser eingesetzt. Das wäre wirklich gemeingefährlich gewesen, wenn die Polizei bei so vielen Menschen am Täter hätte noch den Taser einsetzen wollen. Es ist hier etwas anders gewesen. Und zwar hat die Polizei den Taser versucht einzusetzen, allerdings wirkungslos, und dann hätten sie mal zu ihrem Pfefferspray greifen müssen, in der Hoffnung, dass das funktioniert, bevor sie dann zu ihrer Dienstwaffe hätten greifen müssen. Und wer jetzt argumentierte, ein Schlagstock gegen ein Kantholz, da muss man mal sagen, der Schlagstock ist um ein Vielfaches kürzer, und wer alleine schon ein Kantholz gegen einen Polizeibeamten hebt, der muss auch damit rechnen, dass der Polizeibeamte sich mit allen seinen Waffen verteidigt. Das beinhaltet auch eine Schusswaffe in Deutschland, ja? Jetzt kommen wieder die ganzen Amerika-Vergleiche. Ja, in Amerika wäre derjenige wahrscheinlich von 2 Magazinen durchsiebt gewesen. Das ist auch zu viel. Aber was die Wormser sich hier gefallen lassen müssen, vor allem, es ist nicht der erste Vorfall und es war gewiss nicht der letzte Vorfall. In Worms ist es erst gestern passiert. Ein Ort weiter in Bobenheim-Roxheim, da hat ein Flüchtling versucht, eine Joggerin zu vergewaltigen. Der Flüchtling ist, soweit ich weiß, seit Oktober 23 erst hier, also noch ganz frisch. Er ist natürlich Syrer. Wo wurde er gestellt? In Worms an einer Kreuzung. Ihr seht, die Sicherheit auf deutschen Straßen, sie erodiert von Tag zu Tag. Die Wormser können ein Lied davon singen. Und ich sage mal, tschüss, bis bald.